Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Redstone Schule. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch mitgebracht und Hallo. Hi. du hörst dich an wie Busch. Über deinem Kopf Ja. steht Busch, aber du siehst nicht aus wie Busch. Oh. Was ist mit dir? Ja, Du bist ich hab nicht Busch. vergessen, mich umzuziehen. Hoppla, warte mal. So. Und, oh, jetzt fehlt, hoppala. Nicht hinschauen, nicht hinschauen, nicht hinschauen. Ganz knapp, fast hätte man dich erwischt. Ah. Okay, aber wir haben euch ja wirklich was mitgebracht. Und zwar, wenn wir uns hier mal umschauen, haben wir hier so eine lustige Maschine, die so ein bisschen aussieht wie Wall-E. Ja, der Roboter, der letzte Roboter, der die Erde rettet. Das ist ein sehr guter Vergleich. Ganz so ist es leider nicht. Er rettet nicht die Erde, aber er rettet, naja, er hilft dabei, die Erde zu retten. Zumindest so, wie wir es oder wie ich es jetzt anwende. Wobei wir den nicht ganz verbaut haben. Ach Gott, ich muss aufhören zu reden. Busch, erzähl du mal was. Also diese Schaltung hier, die wertet zwei Eingangssignale aus. Die können wir hier über die Hebel machen. Und lässt eben nur jeweils ein Ausgangssignal zu. Ne? Rouge hat den einmal umgelegt. Ne? Mit dem hier kann man immer diese Seite an und aus machen. Das ist jetzt nicht spektakulär. Ist Aber halt ein Hebel, ne? mit der anderen Seite auch genauso. Jetzt ist es aber so, sobald eine Seite an ist, funktioniert der andere Hebel nicht mehr. Wenn der hier jetzt anbleibt und jetzt mache ich den anderen hier wieder aus, dann wechselt es um. So, dann zeigen wir euch mal direkt, wie das Ganze funktioniert. Und zwar die zwei Hebel kennt ihr ja jetzt schon. Hier die Lichter auch. Und was ihr gesehen habt, war, dass hier oder hier ein Signal an war. Und die andere Seite, die habt ihr bis jetzt ja noch nicht so richtig wahrgenommen. Nur mal kurz gesehen. Da sind ja die Pistons, die diesen einen Block sich teilen. Ja. Aber was macht er denn jetzt nun mal genau? Also es ist jetzt, wenn ich hier die eine Seite anmache, dann seht ihr schon, dass der Block hier eben angezogen wird. Genau, Und dann kriegt. jetzt, genau, und jetzt kann eben die andere Seite den Block nicht nehmen. Und hier durch die Redstone-Fackel, die da drunter liegt, kommt hier dann das Signal durch diesen Repeater. Dadurch haben wir hier vorne dann das Licht an. Wenn wir das jetzt ausfahren, dann kann natürlich jetzt die andere Seite den Block wieder nehmen. So, jetzt ist nur die Frage, wie bekommen wir es jetzt hin, wenn wir beide Seiten anhaben, dass es hier diesen Switch gibt. Dass dann automatisch der zweite Piston sich die andere Seite holt. Das funktioniert zum einen über diese eine Redstone-Fackel, die sich hier unter diesem Block da befindet, den ich gerade abbaue. Diese Redstone-Fackel ist nämlich ursprünglich immer aus. Aber für den Moment, wenn hier der Block in die Mitte zurückgeschoben wird, leuchtet diese Redstone-Fackel kurz auf und dadurch bepowert sie einmal ganz kurz dann eben die Pistons. Dass sich dann beide, wenn sie eingefahren sind, mal kurz ausfahren. Ah, falschen. Zack. Und da der eine ausgefahren bleibt, nimmt der andere dann den Block eben wieder ran. So simpel, so einfach die Verteilung. Genau. Genau, und der ganze Gulasch hier hinten dran, das seht ihr, ich zeige es euch mal ganz kurz, ist letztlich nur eine Plattform, auf die wir uns eben draufgestellt haben. Also sie muss gar nicht so lange sein. Ja, also wir können es auch mal ganz schnell bauen, das geht eigentlich recht schnell. Zum einen brauchen wir hier eben die fünf Redstone-Fackeln. Na. So. Auf die eine setzen wir, auf die äußersten setzen wir eben dann die Pistons drauf, die sich diesen Block teilen. Und hier kommen dann drei Repeater daneben. Na, wo habe ich meine Schere? Da. Zack. Hier in die Mitte kommt ein Repeater, der auf Stufe 2 ist. Hier jeweils auf Stufe 1. Dann kommt hier ein Redstone drauf, welches eben in diese Fackel rein zeigt. Und hier links und rechts daneben kommen die Blöcke. So, na, wir wissen ja, wenn dann die Blöcke bepowert werden von den Repeatern, dann ist hier in der Mitte des Redstone auch an und dadurch geht dann die Fackel aus. So.
Ja, und hier hinten können wir dann jetzt schon unser Signal eben abnehmen. Links oder rechts. So. Jetzt brauchen wir noch die Reset-Line. Brauche ich mal kurz mit gelber Wolle, dass wir es besser sehen. Entscheidend ist hier auch, es muss kein Hebel sein. Das kann auch eine Druckplatte sein, das kann auch sonst was sein. Im Prinzip alles, was irgendwie ein Signal abgibt. Bisher kommt es ja wie meistens egal. Genau. So. Und jetzt müssen wir hier unten nur schauen, wie wir dann eben die Redstone-Fackeln auskriegen über irgendwelchen Leitungen oder direkt ansteuern. Und dann haben wir auch diesen Wechsel so da. Und wenn man dann hinten schaut, dann gehen hier auch die einzelnen Redstone entsprechend an oder aus. So, soweit, so gut. Simple Sache. Und wir haben das Ganze noch ein bisschen simpler und auch mit weniger Geräuschkulisse, weil keine Pistons drin sind und so weiter. Hat aber einen kleinen Haken. Es ist nämlich ein ganz kleines bisschen träger. Ja, genau. Zumindest ist es träger beim Anschalten. Das können wir hier jetzt mal, setze ich mal die Redstone-Lampen hin. Und die eine Leitung hier geht jetzt eben an, durchwärts. Kann man super an- und ausmachen. Und wenn die eine an ist, dann geht die andere nicht mehr. Und hier gibt es aber auch diesen schönen Wechsel. Zack. Voilà, jetzt habe ich. So. Dass man hier hin und her wechseln kann, eben. Gut. Wie ist die gebaut? Im Endeffekt ist es erst, sind es zwei Comparator, die sich gegenseitig sperren in dem Moment, wenn sie ein Signal bekommen. Na, wenn hier jetzt von hinten ein Signal kommt, dann kann ich eben den anderen nicht mehr bepowern. Jetzt gibt es nur ein kleines Problem, wenn wir es nur so einfach machen. Und zwar, wenn ich hier jetzt schnell genug den Hebel an- und auskriege, das Signal besser gesagt an- und auskriege, ich glaube, das kann ich mit den Hebeln gar nicht machen. Hier auf Griefer Games haben die eben so einen Lag-Schutz oder sowas. Ja, das geht auf Griefer Games nicht, aber wenn man ein Eingangssignal hat, welches eben entsprechend ist, dann würde hier eine Clock entstehen und es wird in der Mitte ständig durchrasseln. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass dieses Signal immer mindestens 2 Ticks dauert. Und das können wir ganz einfach machen, indem wir hier einen Repeater davor setzen, der auf 2 Ticks gesetzt ist. So. Genau. Und schon haben wir im Prinzip die gleiche Geschichte in einer etwas anderen Aufbauvariante. Etwas kompakter, aber halt ein Tickträger. Genau. So, und wie man das Ganze verwenden kann oder wofür das gut ist, das können wir euch auch zeigen. Wir haben nämlich ein kleines praktisches Anwendungsbeispiel auf meinem zweiten Plot gebaut. Und bei mir in der Kanalisation versteckt sich seit kurzem die Baustelle für einen Atomschutzbunker. Der hat hier so einen kleinen Raum an der Seite, aber wichtiger ist, hier geradeaus geht's durch die Schleuse. Ist doch klar, man braucht eine Schleuse in so einem Bunker, es soll ja nichts von der verstrahlten Luft oder irgendwelche verschmutzten Dinge reinkommen. Also muss man hier durch die Tür gehen und da hinten geht's noch nicht auf. Warum? Weil Busch da noch auf der Druckplatte steht. Ja, die Schleuse ist nur dann eine Schleuse, wenn sie auch wirklich schleust. Das heißt, die Tür darf frühestens aufgehen, wenn die Tür geschlossen ist. Jetzt geht Busch da runter und schon geht hier die Tür auf. So, andersrum, wenn ich jetzt hier stehen bleibe und die Tür noch geöffnet ist, kann Busch da hinten nicht raus. Überhaupt keine Chance. Und ja, was haben wir da gemacht? Also hier seht ihr erstmal, das sind die Pistons, die hier die Türen antreiben. Das gibt es einmal auf der linken und einmal auf der rechten Seite logischerweise. Und dann wird hier das Signal abgenommen, beziehungsweise hochgeführt. Es wird nicht abgenommen, es wird hochgeführt. Es muss ja ausfahren oder einfahren. Und hier zwischendrin erkennt ihr es vielleicht, was wir gerade eben schon aufgebaut haben. Hier sind diese 2 Ticks Eingangssignal. Na, da ist der Comparator. Hier sind die 2 Repeater, die jeweils den anderen Comparator sperren. Und hier wieder die 2 Ticks Eingangssignal. Und hier diese Pistenapparatur, die ist hier aus Backgründen eingebaut. Ja, wie würdest du es beschreiben? Ja, ich würde sagen aus Backgründen. Genau, Redstone backt
hier auf Griefer Games ja ein bisschen rum, wenn eine Leitung an unterschiedlichen Positionen bepowert wird. Haben wir, glaube ich, sogar schon mal in der Folge kurz angeschnitten, ne? Haben wir schon mal gezeigt, genau. Also, vielleicht können wir das irgendwann mal auch nochmal genauer erklären. Genau, wir erklären euch das nochmal genauer, was wir da meinen. Auf jeden Fall aktuell ist das hier so, dass wir diese Pistons benutzen. Das sind zwei nebeneinander, aber nur ein Redstone-Block drunter. Warum? Weil hier, das haben wir auch schon mal erklärt, Diagonale greift und damit das Redstone-Signal halt auch hier immer auslöst, egal ob jemand oben auf der linken oder rechten Druckplatte steht. Und der Redstone-Block, der runtergefahren kommt, der gibt eben hier die Power rein in die jeweilige Seite. Und ja, ich stelle mich jetzt einfach mal auf eine Druckplatte. Genau, da sieht man es, da hinten ist jetzt runtergefahren, hier geht das Signal rein, das Signal geht hier in den Block, geht hier rein, wird um 2 Ticks verlängert, geht dann hier in den Comparator, schießt hier in den Block und löst damit dann hier hinten letztlich einmal auf der Seite und einmal auf der Seite die Türe aus. Ja, so simpel ist das. Und das ist mein Anwendungsfall und vielleicht habt ihr ja auch einen spannenden Anwendungsfall dafür. Zack, ich komme nicht durch und... Entschuldigung. Und jetzt geht's. Ja. Genau. Ja, so einfach ist das, so simpel und... Boah. Wenn ihr dafür eine tolle Idee habt, was ihr noch damit bauen wollt, dann sagt einfach Bescheid. Wir stellen uns mal hier zu unserem lieben Freund der Darky. Den könnt ihr übrigens von da oben durch die Barrieren durchsehen, wenn ihr euch in die richtige Stelle stellt. Ja, das wär's für heute mit der Redstone-Schule. Eine kleine, aber feine Schaltung. Schematik ziehe ich euch natürlich im Nachgang noch. Die packe ich euch wieder hier in meinen Discord-Server. Wer noch nicht auf dem Discord-Server ist, kann das gerne tun. Link ist in der Beschreibung. Und ansonsten freue ich mich, euch bald wiederzusehen zu einer neuen Runde Frag ein oder was auch immer für ein Format, beziehungsweise im nächsten Livestream. Und haltet die Ohren steif. Bis dann. Und was auch immer Busch da macht, macht's gut. Ich schaue nur, also mir gefällt das hier, ob man da vielleicht irgendwas Cooles draus machen kann bezüglich eines Escape Rooms oder so. Das ist was Cooles. Das ist meine Kanalisation. Ja, ich mein was noch Cooleres. Dass sich hier irgendwas öffnet oder bewegt oder... Ich war am überlegen, ob ich die 4x... Nee, die 4x2 Gitter hier irgendwie wegbekommen würde mit Pisten. Du hast ja nicht viel Platz außenrum. Nee, ist leider nicht. Vor allem dadurch, dass es hier bündig ist mit der Wand, müsste ich es eigentlich im Boden verschwinden lassen. Ja, und auch da ist, glaube ich, nicht allzu viel Platz. Warte. Ja, bei dir nicht, aber ich kann es ja mal nachbauen. Ja, wo das dann ein bisschen mehr Platz ist. Das kannst du machen. Boah, diese Schleuse hier. Nicht viel Platz, sagst du. Und hier ist ganz viel Platz drunter. Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe oben drüber ist nicht viel Platz, aber drunter schon. Also, dann verabschieden wir uns. Ja. Auf ganz Ende. Dann verabschieden wir uns. Ciao. Ciao.